آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. Also ich bin Mario. Wir haben ja vorgestern noch gesprochen und geredet, weil wir hatten ja, glaube ich, keine Zeit gehabt. Da haben wir ganz schnell die Shahada ausgesprochen, weil du wolltest ja Muslim werden. Ja, genau. Und inshallah, wenn wir heute nochmal die Shahada aussprechen, richtig, wo wir mehr Zeit haben. Also du willst Muslim werden? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe halt erkannt, dass das schon der richtige Weg ist. Also, wie soll ich sagen? Also, ich habe mal Bildzeitung gekauft. Also, das war eigentlich mein Weg. Und da habe ich mal gelesen, da war so ein Angebot, ich sollte, also so Bibel, weiß ich nicht, von Bildzeit, dass man so eine Aktion über die Bibel. Dann bin ich in die Bücherei gegangen, also in den Buchladen, und habe mir die Bibel gekauft. So. Also du hast nicht den Koran gekauft, erst nein, die nein, Bibel. Okay. Ja, schon Bibel. Okay. Ja, so fette Bibel, da gibt es so von Bild so mit Gold drauf und so rot, so fett, bestimmt 5 Kilo wiegt die. Boah. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, das zu studieren. Also die Bibel habe ich gelesen und so. Da habe ich mich immer mehr interessiert dafür. Und dann bin ich auch immer ins Internet gegangen, habe ich so Seiten abgecheckt. Und dann bin ich halt auf den Islam, also ist ja irgendwie aufmerksam geworden. Ja, und da habe ich halt gemerkt, die ganzen Widersprüche und weiß was ich. Und, aber das Ausschlaggebende war die Trinität. Also das hast du bestimmt nicht verstanden. Nein, ich bin nicht. Jeder andere, weil wir verstehen nicht mal die Christen selbst. Deswegen wundert es mich nicht, dass du auch nicht verstanden hast. Also du hast die Bibel von Bild-Zeitung gekauft. Ja. Dann wolltest du die Bibel lesen, weil du halt Gott gesucht hast. Ja, und dann hast du irgendwie mitbekommen, dass da Widersprüche drin stehen und du hast die Trinität, ja, wie jeder andere auch, nicht verstanden. Alhamdulillah, also das ist wirklich schon mal ein großes Zeichen, weil durch die Bibel, sogar man kann durch die Bibel Muslim werden. Ja, auf jeden Fall. Verstehst du, das ist durch die Bibel. Ich bin nicht der Einzige. Also. Ja, also auf jeden Fall. Und dann habe ich auch nicht verstanden, zum Beispiel, wenn man ins Neue Testament geht und die Lehre von Jesus beobachtet. Da habe ich auch nicht verstanden, warum die Christen, wenn sie sich Christen nennen, ja, warum sie nicht die Lehre von Jesus folgen zum Beispiel. Weil er sagt ja ständig, dass er nicht Gott ist. Also er betet ja immer zu Gott. Er glaubt genau, nie, er sei er selber auch, Gott. Genau, er hat doch nie in der Bibel, in ganzen Büchern in der Bibel, Evangelium, ja, hat er nicht mal einmal gesagt, dass er Gott ja ist. Da habe ich gesucht, weil die Christen beten ja immer mit gefalteten Händen, ja. Ja, genau. Und dann wollte ich mal gucken, woher das abstammt. Also von wo das kommt überhaupt, dass die Christen so beten, also mit gefalteten Händen, ja. Ja. Und ich konnte in der Bibel nichts finden. Und wenn man sich die ganzen Propheten anschaut, also nehmen wir mal Jesus, der hat zum Beispiel
wie ein Muslim gebetet. Also entweder die Hände so breit nach oben oder, ja, ja, oder eben auf den Knien. Weißt du? Ganz genau, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Also, da sind noch so viele Sachen. Dann bin ich halt auf YouTube und so. Und dann habe ich deine Videos zum Beispiel auch noch angeguckt. Alhamdulillah. Und diese ganzen Sachen, zum Beispiel dieser Mr. Falsch und so. Ja, zu dem wollte ich sagen, der widerspricht sich selber. Ich weiß, also, Alhamdulillah, also wirklich, das sagt, ich kriege auch ohne Ende E-Mails und so gegen ihn und so weiter, aber Alhamdulillah, weil du die Religion gefunden hast, den wahren Weg, weil wer sucht, weil Allah sagt im Koran, wer den wahren Weg sucht, der wird ihn auch finden. Verstehst du? Weil, und du hast den wahren Weg gesucht, mit einem neutralen, mit einem reinen Herzen und hast ihn auch gefunden, wie jeder andere Mensch, der auch suchen würde und auch finden würde. Alhamdulillah, wir machen mal erstmal die Shahada aussprechen. Nochmal. Mit dem Glaubensbekenntnis sagst du, dass keiner Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter und sein Diener ist. Dass Allah der Schöpfer der Himmel und der Erde ist. Dass weder Kraft noch Macht gibt, außer Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Du betest nicht Jesus an, weder noch Muhammad. Betest du den einzigen Gott Allah an, den Allmächtigen, den Barmherzigen. Ich sag erstmal auf Arabisch, du sagst mir einfach nach, ja? Eschadu. Eschadu. Enne. Enne. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa eschadu. Wa eschadu. Enne. Enne. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Ich bezeuge, dass keiner Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sein Gesandter, und sein Diener ist. Ich bezeuge, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Jesus, der Gesandte, und der Diener Allahs ist. Alhamdulillah. Wie fühlst du dich, Achi? Gut. Also sehr gut, erleichtert. Ja, subhanallah, auf jeden Fall. Ja, wie neu geboren, also unbeschreibliches Gefühl. Das kann man nicht in Worte fassen. Das ist wie, als ob irgendwas, wie so ein Stein ist mir vom Herzen gefallen. Subhanallah. Also, wie ich ja schon sagte, also vor der Shahada, da hatte ich wie so ein, also die Wahrheit zu kennen, und da hat wie so mein Herz gebrannt. Und jetzt, ausgelöst. Genau, jetzt, wo ich die Shahada bezeugt habe und nur den wahren Gott, also Allah, jetzt folgen werde oder versuche, seine Gebote einzuhalten, also wie so ein Eimer Wasser, so kaltes Wasser, ist auf das Feuer drauf und hat alles gelöscht. Subhanallah, Alhamdulillah. Inshallah wirst du, halt die Rechtleitung fest, bis zum Schluss, bis zum Tod, weil der Teufel, der ist heute traurig. Ja, auf jeden Fall. Der Teufel ist der Verlierer heute. Und deine Sünden sind alle weg. Alle Sünden sind jetzt weg. Du bist wie ein neugeborenes Kind jetzt gerade. Viel erleichtert und so, weißt du. Diese Ruhe konnte ich im Christentum nicht finden. Weil wenn man optisch, also mit reinem Herzen mal an die Bibel rangeht, da findet man keinen Frieden. Also in dem Sinne, man findet keine klare Antwort. Also man findet immer irgendwo Widersprüche und dann muss man sich seinen Kopf zerbrechen. Warum steht es dort so? Aber wiederum woanders steht es anders. Ich habe da keinen Fall mehr gehabt. Und im Koran, es kann einfach nicht Allahs Wort sein. Es kann nicht Gottes Wort sein, wo sehr viele Widersprüche sind, wo ein Hasen Wiederkäuer ist.
ja. wo so viele Widersprüche, wo Zahlen einfach geändert werden. Das hast du bestimmt gesehen, denke ich mir mal. Ja, auf jeden Fall. Und du hast gesehen, das kann einfach nicht Gott sein. Im Koran hast du, oder, ja. im Koran hast du auch Widersprüche gesehen, die von irgendwelchen Leuten gedacht wurden, ja. dass es Widersprüche waren, aber hast am Ende auch mit einem reinen Herzen gesehen, dass es doch ja. keine Widersprüche waren, glaube ich, ja. denke ich mir mal. Und darum habe ich ja gesagt, sowas kann nicht von vom Mensch geschrieben sein. Niemals. Zu der Zeit jetzt zum Beispiel. Es muss nur von Gott sein und fertig.